Gute, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video. Ninja Hokage Duel. Hokage Ninja Duel. Ich komme immer durcheinander. Ich bin völlig durch. Naja, ihr wisst ja, wozu ihr eingeschaltet habt. Und ja, wie ihr seht, oben links könnt ihr ja die Uhrzeit lesen. Und wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, wisst ihr auch oder habt wahrscheinlich schnell erkannt, dass ich gerade so ein bisschen im Aufnehmfieber bin und gerade extrem Bock habe, in dem Spiel einfach mal ein bisschen voranzuschreiten. Ich habe im letzten Video von dem Spiel schon gesagt, ihr sollt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Herausforderung im Video spielen soll oder nicht. Ich erzähle am besten gleich während dem Kampf weiter. Und ja, da ich jetzt, wie ihr gerade erfahren habt oder auch gesehen habt, direkt weiter aufnehme, ist es natürlich jetzt aktuell so, dass ich ja, noch nicht weiß, was ihr geantwortet habt und werde jetzt erstmal hier entspannt die Kämpfe durchbringen. Dann mal auf die Uhr schauen, wie lange das gedauert hat, bis ich hier die zweite Etage endgültig abgeschlossen habe. Denn ich will unbedingt. Oh, was habe ich denn hier jetzt? Alles klar, schnell abholen geht wahrscheinlich nicht. Okay. Ich will unbedingt jetzt mal diese Etage hinter mir lassen, die zweite, und auf die dritte kommen. Damit ich halt vor allem auch mal bei meinen Tagesbelohnungen, bei dieser Tages-Challenge, die letzte Kiste erreiche. Und wenn das klappen sollte, je nachdem, wie viel wir gleich noch freischalten und wie viele Punkte man dann jeweils bekommt, für die Sachen, die wir freischalten, dann können wir vielleicht in dem Video noch eine 10er-Rekrutierung machen. Das fände ich richtig gut. Aber ich kann es noch nicht sagen, ob es tatsächlich so kommen wird. Ich bin auf jeden Fall das Level 8 gekommen. Da fällt mir ein, ich kann ja mal Folgendes tun. Den benutze ich nicht. Der hat auch keine Items. Okay, der hat keine Items. Der hat Items. Den rüsten wir mal ab. Den benutze ich ja gerade gar nicht. Die benutzen wir. Ihn benutzen wir. Ihn benutzen wir. Ihn benutzen wir und haben keine Items gegeben. Zack. Ihn benutzen wir und haben ihm keine Items gegeben. Und er hat auch keine. Alles klar. Und was haben wir hier? Okay. Gut. Weiter kommen wir wohl nicht. Dann haben wir aber zumindest, denke ich, nochmal ein bisschen was an unserer Teamstärke gemacht. Und können jetzt entspannt ins nächste Level reinrennen. Und das eben auch entspannt spielen. Wie gesagt, je nachdem, wie schnell wir jetzt vorankommen und was wir alles freischalten, werde ich vielleicht am Ende des Videos auch nochmal bei der Herausforderung weiterspielen. Einfach, weil ich das gerade ganz witzig finde und gucken, wie weit ich mit meinem aktuellen Team komme. Momentan sieht es ja so aus, als würde das alles ganz gut laufen. Ich sehe schon in die Kommentare oder in den Kommentaren, wie mir irgendjemand schreibt, drückt doch einfach auf nächste Bühne, anstatt zum nächsten Level hinzulaufen. Keine Sorge, nach dem Kampf werde ich das mal tun. Weiß nicht, warum ich da nicht drauf drücke. Und ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich finde das Spiel ganz witzig. Ich habe zwischen den Videos jetzt nicht so viel tatsächlich gespielt. Oder mir nochmal angeguckt. Das heißt, es ist nach wie vor so, dass ich in dem Spiel immer noch nicht so die allerbeste Übersicht habe. Das muss ich so offen zugeben. Und da auch erstmal zu stehen. Und auch da bin ich natürlich sehr gespannt auf die Kommentare in den Videos, die ich jetzt der Reihe nach dann zu dem Spiel auch hochlade. Wenn ihr da fleißig Kommentare schreibt und mir eben weiterhelfen könnt, dann werde ich bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Videos ich heute Abend noch aufnehme, ob das schon das letzte ist oder ob danach noch eins kommt oder vielleicht noch mehrere. Was habe ich denn hier jetzt freigeschaltet? Okay, scheint ein Item zu sein. Werde ich bis zum nächsten Video oder bis zur nächsten Session bestimmt einiges noch aus den Kommentaren gezogen haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal einen neuen Modus freigeschaltet, die Ninja-Bindung. Aha. Den habe ich auch. Ihn haben wir auch. Jetzt haben wir noch eine gesamte Sammlung, oder nicht? Oha. Abholen. Abholen. Okay, nicht schlecht.
Hier haben wir niemanden. Hier haben wir noch jemanden. Genma. Danke, Genma. Dann können wir auch nochmal eine Belohnung abholen. Das heißt, hier können wir nochmal ordentlich abkassieren. Oh, hier haben wir auch beide. Sehr schön. Das heißt, auch hier können wir ordentlich cashen. Abcashen. Ohne Kakashi. Sabusa. Sorry für den schlechten Wortwitz. Aber da hole ich auf jeden Fall einiges raus, was mich zu dem Punkt bringt, dass ihr mir unbedingt nochmal schreiben müsst, wenn ihr es nicht schon getan habt, wie diese, wo 2 Stunden oben drin stehen, wie die funktionieren. Das würde mich sehr interessieren. So, das könnte es jetzt aber gewesen sein. Aber hier gibt es ja richtig viel, ey. Das ist so geil. Ich muss sagen, also vom Inhaltlichen her, mit den Charakteren und so, sind wir hier nochmal viel weiter als in dem anderen Game, finde ich. Ist zumindest mein Eindruck. Das finde ich natürlich schon klasse. Also echt, echt richtig gut. Das lässt sich nicht anders sagen. Hier kann ich in die nächste Welt rennen. Was kann ich bei Schatz noch machen? Da kann ich was abholen. Ja. Jetzt, meine Freunde, haben wir 11 Rekrutierungstickets. Das bedeutet, wir können eine 10er-Rekrutierung starten. Und das machen wir gleich. Das ist frech von mir, ich weiß. Aber bevor wir die 10er-Rekrutierung machen, machen wir jetzt hier nochmal so einen Kampf gegen Gaara. Und gucken, ob wir den schaffen können. Dann weiß ich nämlich auch, ob ich noch auf dem aktuellen Stand bin oder ob ich jetzt hier endgültig scheitere und hängen bleiben werde. Und ich habe auch so den Eindruck, es ist im Endeffekt egal, wie man seine Charaktere aufstellt, aber schreibt mir auch da gerne was in die Kommentare, da die sowieso ja dahin rennen, wo sie hingehören, also Nahkämpfer oder Fernkämpfer, haben die ja eh relativ schnell ihre Position dann gefunden und halten ja ihre Position nicht so statisch, wie es bei ja, Legend of Final Valley Faith ist, beziehungsweise Rise of Okage Glory, je nachdem, wie man es eben bezeichnen will. Und ich sehe, ich werde scheitern, aber nur ganz knapp. Okay, schade. Aber gut zu wissen. Ich habe die ganze Zeit einen Versuch, egal wie viel ich gewinne oder verliere, ich habe den Versuch immer noch parat, alles klar. Gut, aber da kann ich jetzt erstmal nicht weiter. Ich habe ja auch immer noch, hier kann ich glaube ich eine Belohnung einsammeln, das machen wir mal. Hier auch. Ich habe immer noch, das kann ich ja noch mal kurz zeigen. Ah, hier kann ich auch noch was abholen. Puzzleteile für eine Tsunade, das mache ich doch gern. Ich habe immer noch, ich muss gucken, wo, im Rucksack, genau. Habe ich immer noch hier diese legendäre Kiste. Auch da muss ich warten, was in den nächsten Kommentaren so auf mich zukommt. Jetzt kann ich hier noch mal einen Charakter holen und das ist, wie hieß der Dude nochmal? Gecko? Hieß der Gecko? Ich muss nachgucken. Gecko Hayate? War das Gecko Hayate? Hayate Gecko. Ha! Immerhin den Namen parat gehabt. Der hat sich ja lynchen lassen. Brauchen wir auch nicht. Haben wir jetzt, brauchen wir aber nicht. So, hier kommen wir wie gesagt nicht weiter. Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche, sortiert. Kann ich hier irgendwas tun? Nö, sieht nicht so aus. So, dann machen wir jetzt. Haben wir es lang genug von uns hergeschoben. Die 10er-Rekrutierung. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, das sieht fancy aus. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Oha. Und haha, Shikamaru Nara. Perfekt. Da freue ich mich doch. So, jetzt gucken wir uns das aber der Reihe nach nochmal an. Was haben wir denn jetzt alles Schönes gezogen? Was haben wir jetzt hier oben? 11. Hier haben wir noch nicht genügend. Hier haben wir gar nichts von. Okay. So, was haben wir alles Schönes bekommen? Außer halt einiges. Ich würde gerne umschalten auf Chikamaru. Da ist er. Nice. Okay. Das war hübsch. 20 Ninjas erhalten. Gibt eine Belohnung. Tägliche Missionen. Einmal rekrutieren. Haben wir. Einkassiert. Haben wir.
Wie das hier funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall habe ich auch Dulli Dulli Air Charaktere freigeschaltet. Ich habe immer noch keine Ausrüstung für die. So wie es aussieht. Shikamaru Nara muss natürlich jetzt in mein Team rein. Und da werde ich direkt mal pushen und natürlich auch durchbrechen. Und weiter pushen. Oh, ich glaube, ich habe noch weiter durchbrochen. Na komm. Na komm. Okay, habe ich ihn auf Level 40. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie clever das jetzt war, das zu tun, den auf Level 40 hoch zu pushen. Ich bin der Meinung, das war gut, weil ich den super gerne habe. Ich liebe den Charakter einfach. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Das Video wird viel zu lang. Das Video wird viel zu lang. Die beiden Dullis habe ich jetzt direkt auf einmal hintereinander gezogen. Kann hier wieder abcashen. So. Wo können wir noch? Hier haben wir einen gezogen. Shikamaru natürlich. Abholen. Das müsste es gewesen sein, ne? Oder? Nochmal alle durchscrollen, weil da jetzt noch. Punkt offen war. Nee. Dann ist es wieder mal buggy. Hier kann ich entlassen. Das machen wir auch erst im nächsten Video. Da bitte in die Kommentare schreiben, ob entlassen, ob man die einfach entlassen kann oder ob ich die für irgendwas noch brauchen kann. Das traue ich mich jetzt von alleine nicht. Und jetzt müsste ich aber hier in der Lage sein. Ah nee, davon brauche ich drei. Okay. Selbe Spiel wahrscheinlich hier. Jawohl. Gut, dann kann ich erstmal nicht sonderlich viel tun. Okay, das sollte es aber endgültig für heute gewesen sein, oder? Jetzt müssten wir es doch langsam haben. Hier kann ich noch ein bisschen abkassieren. Jo, ich ziehe es nicht weiter in die Länge. Wir beenden an dem Punkt fürs Erste. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gehen wir hier unten durch das Tor in die nächste Welt. Und ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir alles in die Kommentare, was ich im Video gefragt habe, damit ich weiterhin Informationen bekomme, um das Spiel noch besser rüberzubringen, mehr zeigen zu können und so weiter und so fort. Und ja, dann sehen wir uns einfach morgen Abend wieder. Macht's gut und ciao, ciao.